Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Audio. Ich bin der Benny. Ich stehe normalerweise hinter der Kamera. Ja, großen Sound kann man auch mit ganz kleinem Equipment machen. Nämlich immer dann, wenn man als Band auch noch Live-Programmings dazu fahren will. Dazu laufen dann Percussion, Streicher, Gitarren oder Chöre vom Band. Wie das geht und mit welchem Equipment ihr deutlich unter 100 Euro dies bewerkstelligen könnt, das erklären euch jetzt der Götz und der Markus. Viel Spaß dabei. Die CD-Aufnahmen sind im Kasten, die Studioproduktion ist richtig fett geworden. Als Beispiel habe ich euch mal was rausgesucht, das klingt jetzt so. Jetzt habt ihr das Problem, ihr müsst das live reproduzieren. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr nehmt in eurer Session erstmal die Sachen alle raus, die ihr live sowieso spielt. Also Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang natürlich. Und ihr lasst die Sachen drin, die ihr live zusätzlich braucht, um einen fetteren Sound zu machen. Das können Programmings sein, Samples, das können aber auch Keyboards sein, obwohl ihr gar keinen Keyboarder habt. Oder vielleicht für ein Refrain eine kleine zusätzliche Gitarre. So, das mischt ihr alles auf den linken Kanal. Und auf den rechten Kanal legt ihr für den Schlagzeuger einen Metronom, einen Klick, den Vorzähler nicht vergessen, und dann klingt das Ganze so. Gut, das nehmt ihr auf, exportiert es, Wave-Datei 16-Bit, und jetzt muss man das live irgendwie wiedergeben. Und wie Nadine schon richtig gesagt hat, man braucht kein teures Equipment dafür. Vergesst Computer oder teures Equipment auf der Bühne, was ihr braucht, liegt eigentlich hier auf dem Tisch. In erster Linie braucht ihr erstmal ein Abspielgerät, um das Playback abzuspielen, ganz klar. MP3-Player, iPod, irgendwas ähnliches. Eine billige DI-Box von der Tankstelle, wichtig ist, die muss einen Split-Ausgang haben, das haben die Dinger aber eigentlich alle. Kleines Mischpult, das ist schon fast zu groß, es reicht ein viel kleineres mit weniger Inputs. Dann braucht ihr noch zwei Kabel. Das eine ist ein Kabel mit einer Stereo-Mini-Klinke auf... Zwei Mono-Klinken in groß. Ihr braucht ein ganz normales Klinkenkabel, Klinke, Klinke. Und natürlich ein paar XLR-Kabel für die Bühne. So, und jetzt Kopfhörer nicht vergessen. Kopfhörer nicht vergessen. So, jetzt schließen wir das mal an. Markus, ich reiche Ihnen das mal. Als allererstes schließen wir das Mini-Klinkenkabel an den MP3-Player an. Und somit haben wir hier einmal die Musik und einmal den Klick. Die Musik ab in die DI-Box, Input, und den Klick direkt ins Pult. So, jetzt muss natürlich der FOH-Mann, also der, der die Mischung für den Saal macht, die Musik abkriegen. Und das machen wir einfach mit einem XLR-Kabel. Legen wir ihm das auf die Stagebox und dank der DI-Box hat er das Ganze auch brummfrei und rauschfrei. So, damit wir dann auf unserem Kopfhörer auch die Musik hören und die DI-Box ja quasi als Splitter fungiert, nehmen wir uns auch die Musik aus dem Parallelport der DI-Box und schließen sie uns auch ans Pult. Und das dritte, was man noch braucht, ist, damit der Drummer auch weiß, wo er ist im Lied, die Monitormischung, entweder die Saalmischung oder eine separate Mischung für den Drummer, die kommt in den freien Kanal und schon kann sich der Schlagzeuger, so wie er das braucht, seine Mischung zusammenschieben. Letztendlich kommt noch der Kopfhörer und damit sind wir komplett. Das Wichtige ist, dieses Setup ist für ganz kleines Geld zu haben. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, da habe ich eine Equipment-Liste für euch zusammengestellt. Genau welche Kabel, welche Geräte. Das ist lang und weit unter 100 Euro zu haben, exklusive natürlich der MP3-Player. Und ich glaube, wir haben noch ein Studiofoto, was wir zeigen wollen. Richtig. Mein ein Namensvetter von mir. Wo ist er denn? Ich glaube, da drüben. Da. Der Markus hat uns Bilder geschickt und Markus hat ein gemütliches Tonstudio mit einem Saxophon, einer Cajon, einem MacBook, einem Mackie-Mischer und Digitalpiano. Digitalpiano, da lässt sich doch gemütlich Musik machen. Vielen Dank Markus für die Bilder, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hatte nimmst schon auf. großen Sound. Nee, nochmal. Ich will's verwenden. Scheiße. Es fällt mir nicht leicht und das ist auch total blöd. Und heute erkläre ich euch, wie man großen Sound mit kleinem Equipment bewerkstelligen kann.
Nee, stimmt gar nicht. Ich erkläre euch das ja gar nicht. Eine Hose rutschen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier. Das ist zu fix, du musst den Leuten ein bisschen Zeit geben, damit sie verstehen. Ein bisschen langsamer sprechen. Okay. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge bei Cube Audio. Ich bin's, eure Nadine. Oh, Alter, was hast du über mich gelabert? Und dann klingt das Ganze so. Fertig. So, dann könnt ihr nie wieder sagen, ich hätte es nicht versucht.